schmitzige Staffelei am Sonntag über Land und hat ein Süsche gesucht, das er malen könnte. Da trifft sie Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Und er sieht, das gibt ein Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund, den Hügel rechts, klein Himmel noch dazu. Drauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seiner Palette zarte Braun mit geschickter Hand und dunkler Pinsel drin und setzt ihn an. Doch wo jetzt den letzten Blick wirft auf sie Gegenstand, ist plötzlich, oh Herrje, die Kuh nicht mehr da. Das unverkannte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins hat vertrieben. Sie ist nicht mehr zurückgekommen. Auch wenn er gerufen hat und gewunken hat wie wild. Ein weißer Fleck ist auf der Leinwand geblieben. Noch lange am selbigen Sonntag ist er gesessen an der Stelle und hat gewartet vor seiner Staffelei, dass da es brauchte nicht die gleiche sein. Eine Kuh dort herwei, wo ihn noch wird, sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auf dieser Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zu einem Meisterwerk vernichtet.